Herzlich willkommen zum dritten Teil der Einführung in die Mensch-Maschine-Kommunikation, in dem ich mich kurz mit Medien beschäftigen und diese systematisieren möchte, damit Sie einen Überblick darüber haben, welche Medien man eigentlich beim Entwurf von Mensch-Maschine-Kommunikationslösungen alles berücksichtigen sollte. Ich bin Gero Lückemeier und halte diese Vorlesung zusammen mit meinen Kollegen Professor Dr. Pardo und Professor Dr. Rausch im Wechsel. Bei den Medien hat eine Entwicklung unser heutiges Bild wesentlich geprägt, nämlich Hypermedia, Hypertext und Multimedia zusammen. Die wesentliche Errungenschaft des World Wide Web, das Sie heute im Browser wahrscheinlich jeden Tag benutzen, war eben gerade, dass Sie Hypertext haben, also Texte, in denen wiederum Verknüpfungen zu anderen Texten drinstehen und Links, das haben Sie vielleicht auch schon mal irgendwo gehört, sind der Treibstoff des Internets. Nur deswegen funktioniert überhaupt die Auffindung und die Einfindung in Informationen so gut, wie sie heute geht. Dann gleichzeitig hat sich das Ganze natürlich von textbasierten Lösungen schnell weiterentwickelt. Der Mensch ist ein Augentier, also waren Bilder gefragt und Sie wissen auch, seit einer Weile haben Sie über HTML5 sogar die Möglichkeit, nativ Videos, also bewegte Bilder einzubetten und damit eben das gesamte Hypermedia-Portfolio zur Verfügung, das Sie visuell verwenden können. Also zum einen als Knoten die einzelnen Seiten im WWW-Jargon, die Text und weitere Medien beinhalten, dann von dort aus jeweils Anker, nicht umsonst heißt es in HTML ja auch A wie Anchor Tag, die dann diese Referenzen, diese Verlinkungen einbetten und dort drin stecken eben auch Linkziele, zu denen Sie navigieren und wo Sie dann weitere Inhalte finden. Jetzt, wie können wir Medien ganz generell kategorisieren? Das ist schon sehr relevant. Zum einen nach der Kontinuität der Präsentation. Sie wissen, dass Videos zum Beispiel kontinuierlich laufen. Seit neuestem haben Sie ja in den meisten Browsern dann eine automatische Abspielsperre drin, damit Sie das Ganze nicht zu sehr nervt als Nutzende. Oder Sie haben diskrete Medien wie Foto oder Text, die einmalig eingeblendet werden. Bei Text erfolgt dann meistens die Konsumption, also das Aufnehmen doch wieder kontinuierlich, aber prinzipiell ist diese Präsentation, wie sie geschieht, diskret. Es erscheint der Text und danach passiert nichts mehr. Wir können auch unterscheiden nach angesprochenen Sinnesorganen. Auge, Ohr, Haut, Gleichgewicht und Geruch sind ihre fünf Sinne. Sie wissen auch, dass die meisten Menschen das meiste über das Auge aufnehmen, aber gleichzeitig können viele Menschen sich auch sehr gut Dinge merken, die sie gehört haben. Und deswegen sind auch Hörbücher sehr populär oder Podcasts, um Inhalte aufzunehmen. Über die Haut, das kennen Sie auch aus anderen Erlebnisbereichen, dass man sich eigentlich wünscht, dass man auch darüber ein entsprechendes Feedback bekommt. Gleichgewichtsorgan, das kennen Sie sehr stark bei VR, dass man aus dem Tritt kommt, wenn das Auge eigentlich etwas anderes sieht als das Gleichgewichtsorgan. Also das Gleichgewichtsorgan ist durchaus ein sehr relevantes Sinnesorgan. Es führt ja bis zu Übelkeit, Erbrechen, wenn dessen Eindruck nicht mit den anderen übereinstimmt. Und über den Geruch mit der direkten Verbindung der Nase zum Gehirn nimmt man sehr oft auch etwas auf, was dann direkt in der Erinnerung verortet werden kann. Also Sie könnten überlegen, dass Medien wirklich alle verschiedenen Sinnesorgane ansprechen können. Manches ist natürlich in gängigen Werkzeugen leichter umzusetzen als anderes. Aber Sie finden für die meisten hier tatsächlich schon auch Ausgabegeräte, wie Sie die verschiedenen Sinnesorgane ansprechen können. Dann können Sie kategorisieren nach der Darstellung. Wie wird etwas herübergebracht? Also in welchem Format zum Beispiel? Ist es ASCII, Plaintext oder handelt es sich um HTML? Sie wissen, dass es bei Video und Audio eine Fülle von Formaten gibt. Stoßen Sie immer wieder drauf, dass natürlich gerade das Format, was Sie jetzt bekommen haben, Ihr Spieler nicht verdaut und Sie wieder sich ein anderes Werkzeug dafür besorgen müssen. Nach der Speicherart. Sie wissen, in der klassischen alten Analogwelt das meiste auf Papier gespeichert oder wenn Sie noch weiter zurückgehen, vielleicht sogar Steintafel. Und danach kamen die magnetischen und optischen Medien und inzwischen bewegen wir uns da mehr Richtung Flash-Speicher oder auch andere modernere Verfahren. Auch die Tesafilmrolle war mal im Gespräch als Speicher. Und das Weitere ist natürlich noch, wie ein Medium überhaupt zu Ihnen kommt. Es gibt auch Übertragungsmedien, da als wesentliches zu nennen natürlich Funk und Kabel.
Soweit die Systematisierung von Medien. Wir wenden uns gleich dann im vierten Teil den Modellen zu.